Herzlich willkommen und Servus in München, der Heimat des SDE. Wow, was für ein Jahr. Ich glaube, das letzte Jahr hat uns alle etwas zum Nachdenken gebracht. Aber nichts ist so beständig wie der Wandel, das wussten auch schon die alten Griechen. Und wir haben das alle am eigenen Leib zu spüren bekommen, egal ob in der Arbeitswelt oder im Studium. Ich leite das Übersetzungsbüro Translation Effects, ganz in der Nähe hier. Wir sind auf die Immobilien- und Finanzwelt spezialisiert. Und diese Branchen haben die Corona-Krise ganz gut überstanden, worüber ich natürlich sehr dankbar bin. Leider sehe ich mein Team momentan nicht so häufig. Wir arbeiten alle vom Homeoffice aus, aber das wird sich jetzt bald hoffentlich ändern. Außerdem habe ich ein Online-Business gestartet im letzten Jahr. Über die Real Estate English Academy bieten wir Online-Sprachkurse für Immobilienprofis an. Zwar viel Arbeit, das Fundament zu schaffen, aber mittlerweile läuft es ganz gut. Und für all diejenigen, die ihr Englisch weiter perfektionieren wollen, hätte ich einen Hörtipp. Und zwar bin ich über den Podcast The Happiness Lab gestolpert. Dabei beschäftigt sich eine Professorin von der Universität Yale mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Thema Glück und wie man es im Alltag erreicht. In diesem Sinne, viele Grüße aus München und bleibt gesund.